Habt ihr So. eigentlich meine Leiche jetzt gefunden? Ja, ich hätte alles im Dino Ja, drin. ist kein Problem, Max. Wir Okay. werden heute bestimmt im Laufe der Zeit nochmal zurückfliegen. Aber wir wollen jetzt erstmal den Drachen, aber dazu wollen wir uns erstmal. Aber Aber ja, komm schon. Revano soll da mal weitermachen. Das ist lustig, aber Revano ist halt so eine Sache. Ist halt Revano. Revano, siehst du ja, er hat jetzt zurzeit Internetprobleme. Er wollte zuschauen und ist auch nicht da. Und naja, siehst du, das ist halt Revano, ne? Ne? Er ist ja nicht mal da zum Zuschauen. So. So, können wir? Ja, können wir. Wollte ich gerade fragen. Jo, warte, ich muss schon gemacht. Sitze in Startposition. Ja, wir sind schon lange am Losfliegen. Oh, der sitzt erstmal in Startformation. Na, wieder landet mein Kind, wenn die wo lang geht. Ach so, ich muss ja, warte mal, was war? EK, ne, war das? Okay, er fliegt jetzt einfach mal an mir vorbei. Na, jetzt kann man wenigstens wieder die Anzeigen Ihr entscheiden. müsst schon sagen, wenn ich zu schnell bin, ne? Oh, hier Oh, ist ein Wombat. oh, ich Ja, ich glaube. kann dir folgen. Aber ich Okay. glaube, ich kann dir auch folgen jetzt mit dem Vieh. Ich tue sogar Nero überholen. Also von daher. Weg. Boah, wieder mal ein Leck. Boah. Ui, jetzt Rubber Das Bandage. war. Gut, hier ist der Quetzel. Dann müsste ich noch ein paar Meter. Müssen wir noch ein paar Meter weiter fliegen. Oh, wie es ruckelt. Meine Fresse, das geht mir am Sack. Dieses Spiel, ne, macht einen immer so viel Sorgen. Oh ja. Wahnsinn. Ja. Jetzt ist Searching verschwunden. Ah, oh, dort ist Wer er ist denn wieder. eigentlich? Ich wollte dich schon letzte Aufnahme fragen. Warum sagst du immer Searchend? Na, Weil Searching Search, weil Gaming Searchend, weil oder Search heißt ja Searching eigentlich Müller. suchen. Und er heißt ja Sergeant. Okay, Searching. Genau, Richtig. er ist nämlich the Boss, weißt Gut, Na, dann. Nein, aber jetzt aber. Dann habe ich das immer falsch Na ausgesprochen. was, Tut mir Nero, du bist der leid. King. Das ist ja wieder was anderes, aber Sergeant ist der Sergeant. Ja? Ne? Sergeant Dann ist. bist du nicht mal anhalten, nachladen. Nachladen. Scheiße, stimmt. ich habe Ach keine so. Ahnung, wo ihr seid. Oh, wer kackt mir hier ins Gesicht? Nero, ich bin mit Nero hier unterwegs. Wo seid ihr denn? Kommt zur großen Schneefläche. Okay. Da sind wir. Wer kackt ins Gesicht? Das ist der Nero. Wer Ja. kackt mir ins Gesicht? Der Nero, der Nero. Obwohl ich den eigentlich schon ganz schön gepimpt habe auf Stamina und Geschwindigkeit. Aber ich musste doch mal zwischenlanden jetzt. Was hast du mit deinem Dino gemacht, Sergeant? Ich habe ihn richtig geskillt. Also, mein Vieh hat Boah, du leckst gerade übelst. Liegt das an mir? ehrlich? Ja. Liegt das jetzt gerade an mir? Upsala, ich bin jetzt gerade gegen Felsen geflogen. Leck ich immer noch? Das kann nur eine Frau beurteilen. Ja, ihr leckt alle irgendwie. Also ich glaube, das liegt an mir. Also hier unten kämpft gerade ein T-Rex gegen einen Mammut. Komm einfach zur Spitze. Was für eine Krass, hoffentlich geht Spitze? das weg. Ich bin Onkel. Der hier, der jetzt gerade Maus bewegt. Wer ist Onkel? Entschuldigung, ich habe noch nie gesehen, wie ein Drache getrennt wird. Ja, also ich denke mal, du meinst getamed. Das werden wir auch rausfinden. Ich habe auch noch nie einen gezähmt. Ja, klar. Onkel ist der Mann und Revano ist der menschliche Kompass. Ja, klar, natürlich. Revano. Ja, gerade Warnung. Den man sogar erklären muss, was der Vulkan ist. Oh, Alter, ihr leckt gerade übelst. Das ist Wahnsinn. Revano und. Aber siehst du, das sind Leute. Ach so, Onkel ist die Mama. Und da guck mal, Futtenmutter guckt doch öfters zu, weil Revano und Kompass, das funktioniert nicht. Ja, genau richtig. Das ist eher. Das ist. Da ist sogar recht. Aber So leck mich ist nicht weg. Liegt das jetzt echt am Livestream, dass ihr so Searching. leckt? Searching, wo seid ihr? Oben auf dem Berg, Ihr Spitze. auch?
Nein. Ihr seid nicht bei der Spitze. Doch. Dynamo ist bei mir. Aber ich muss mal kurz, warte mal kurz, ich muss nochmal Pause drücken. Ist eure Spitze im Nebel oder was? Ja. Was ist denn hier schon wieder los? Disconnected. So, Freunde, ich bin mal ganz kurz disconnected. Boah, wie langsam der TS aufbaut, ich glaube, das muss irgendwie mit dem Stream zusammenhängen. Connected. Ja, also das liegt definitiv am Livestream. Du musst ja auf jeden Fall einen Treibhaus bauen. Brauchen wir Crystal. Kannst du rund im eigenen Gewächshaus dann herstellen, Crystal? Also da muss ich sagen, da bin ich so ein bisschen unzufrieden. Gerade. Das Gelecke ist doch ganz schön nervig. So, wo seid ihr? Ich muss gerade stehen bleiben, habe ich aber gesagt. Auf der Spitze. Auf der Spitze. Drei Spitzbeine von dem, wo du sitzt. Zugleich, weil wir fahren. Hallöchen, meine Damen und liebe Herren. Ja, Noxy ist auch am Start, jawohl, aber es leckt alles so mega. Warum? Ja, ich hab keine Ahnung. Das muss entweder am Livestream liegen oder ich hab keine Ahnung. Ihr leckt alle, ich verstehe euch kaum. Ja, gleich mal gucken, den Paketverlust und alles. Ja, guck mal bitte, genau, das ist nett. Ja, gleich. Ich lade gerade Spiel. Wenn ich jetzt irgendwie noch aus dem Spiel rausgehe, ist Feierabend, dann stürzt mein Rechner ab. Aber schön, dass du es geschafft hast, sehr gut. Ja, ja, weil wir schon gesagt, wir wollten nur kurz einkaufen. Ja, kurz. Ich kenne dieses kurz. Ja, das kurz wurde aber dadurch ausgelöst. Schatz, ich habe meine Tage nicht. Ja, find jetzt mal ein DM oder so aus der Entschwangerschaftstest hat. Was? Ist der Papa? Nein! Ja, oh Gott! Okay. Ich kann mich selbst nicht mehr unterhalten. Ja, Mann, warum leckt das so? Das geht mir gerade auf den Sack hier. Das gibt's doch gar nicht. Ich stream doch nur. Hey Noxy, schreibt Amsrock. Hey, servus Amsrock, wie geht's? Ich weiß nicht. Wie krieg ich denn das? Wie kriege ich jetzt das Lecken weg am besten? Keine Ahnung. Ich mache mal einen Stream aus, dann leckt es nochmal. Nee. 7 aktive Zuschauer, sieht doch gut aus. Ich habe mich doppelt. Ich gehe wieder raus. Achso, Noxy hört man kaum. Also das heißt, ich muss den Noxy mal ein bisschen lauter stellen. Moment. Was? Oh, aua. Mal gucken. Dynamo hat einen Paketverlust von 0%. Nero. 0%. Ach so, ja, stimmt. Acid ist Foodmo. Oh. Acid guckt hier im Stream zu, aber. Ja, ja. Aber mal mitspielen, ne? Es ist in Ordnung. So, Sergeant hat 0%. Was ist in Ordnung? Onkel hat 20% Paketverlust. Das heißt? Eingehend. Du hast einen Download. Was? Eingehendes Download. Ausgehend hast du gerade 0,5. Also das Team verbraucht 0,5%. Jetzt gucke ich mal ganz kurz in mein Ich guck mal kurz, ob hier irgendwas ist, was hier. Also mein Virusscanner sagt nichts. Nero, wollen wir schon 2 Meter weiter fliegen? Boah, mir geht das so übelst auf den Sack gerade. Wir können auch 2,5 Meter weiter fliegen. Okay. Also ich habe 0 Downloads. Was haben wir denn hier? Eine private Nachricht, eine neue Chat-Nachricht von CyberExit. Aha. Wenn er nicht da ist, dann können wir zum anderen Spot fliegen. Ja, ist hier passiert? Sieht aus wie die Quetzelplattform. Was macht die hier? Liebe Freunde, ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass ich mal den Stream mal kurz pausieren muss. Und mal den Router neu starten muss. Nein! Was? Na, das ist doch ewig. Ich tue hier gerade. Ich bin ja schon runtergegangen auf 720p, aber ich verstehe euch kaum. Was?
Ja, die Sache, es kann aber auch einfach nur sein, dass du deinen Rechner neu starten. Obwohl, wie lange ich dauert schon? Okay, wer ist das hier? Dynamo, würdest du bei mir stehen bleiben, mich bewachen? Liebe Leute im Stream, ich muss kurz den Stream neu starten, das nützt nichts. Ich kann so. Ich hab eine kleine Idee. Ich hab eine klitzekleine Idee. Wir können theoretisch, wenn es das jetzt schnell einpendeln lässt, mach ich eine Art Überbrückung. Was? Ich überbrücke. Das dauert doch nicht lang. Dynamo, beschütze mich mal kurz. Ich werde mal ganz kurz. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich muss kurz den Stream neu starten. Wir sind gleich wieder da. So, jo, ne? Der Livestream dürfte jetzt wieder am Start sein, meine Freunde. Ich habe es geschafft. Müsste. Und alle lecken nicht mehr. Achso, Nero. Moin. Ja, hallo. Noxy ist jetzt auch mit am Start. So, jetzt habe ich hier an der Bergspitze wirklich geparkt und ich komme nicht mehr hoch. Und ich falle runter und sterbe gerade. Ich komme nicht mehr auf den Berg rauf. Dynamo, Dynamo, ja. Dynamo, 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 Dynamo. Könntet ihr bitte Feedback geben, ob der Livestream läuft, weil ich sehe es nicht. Ich sehe nur den Chat. Läuft. Okay, danke. Ja, und zwar, gleich, obwohl wir warten mal noch, bis Zuschauer da sind, bis viele da sind. Habt ihr die Kontrolle, wie viele Zuschauer da sind, weil ich sehe es nicht. Du könntest wirklich den Vogel zu dir folgen, denke ich mal. Oder so, ja, achso, na eben. Sechs Zuschauer, immer noch. Immer noch? Oh Gott, viel zu viel. Ja. Nee, geht nicht, ich bin zu weit weg. Dann drück Y. Sag geht mal, wo nicht, du bist, ich bin zu weit weg. Helfen. Y. Das ist. Geht nicht, ich bin zu weit weg. Ja, okay, wollen wir. Trag mich doch mal hoch. Trag mich doch einfach hoch. Suchen? Ja, dann. Nee, am Ende lasse ich irgendwie fallen und so. Nee, die Dynamo ist ja da und der holt ihn ja hierher. Aber versucht. Währenddessen kann man ja hier mal ein bisschen rumschnubbeln und gucken. Der Amsrock, der macht gerade, der imitiert gerade alle möglichen Let's Player vor uns gerade Beam. Und jetzt schreibt er gerade, ja hallo Leute, mein Name ist Gabax und ich begrüße euch zu einer Live-Folge. Ja, nee. Ja, Gabax ist natürlich ein guter Let's Player. Also da muss man schon sagen, also von dem halte ich viel, das ist gut. Guter Kerl. Ja. Ich habe einen neuen Azubi hier. Guck ihn ja an. So, okay. So, wo müssen wir denn hin, lieber Sergeant? Weißt du noch, wo diese epische Aussicht war? Nein. Hey. Nein. Das war so jetzt nicht geplant. Du siehst doch bei. Oh Gott. Oh Gott. 30, 25. So eine. Weiße Stelle auf der Karte, Scheiße. Richtig? Ja. Kommt da mal hingeflogen. Okay. So, also, wir haben gerade, also ich weiß nicht, wie viele Zuschauer jetzt da sind, und zwar dieses Jahr, Gamescom, sind wir vertreten. Der Noxy ist dabei, der Sergeant Müller ist wahrscheinlich auch dabei, der Nero wird dabei sein, ich werde dabei sein, der Rivano wird dabei sein, weil ich, Rivano ist auf jeden Fall dabei, weil wir werden, weil ich werde ja beim Rivano pennen, bei seinen Leuten. Und ja, ich hoffe, habt ihr das Interesse, da auch dabei zu sein. Wir werden auch beim Zweikampfsofa, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Zweikampfsofa, werden wir auf jeden Fall dort sein. Ich werde nochmal mit den Kollegen sprechen. Was ist denn das Zweikampfsofa? Erläutere es doch mal. Das Zweikampfsofa ist ein Let's Play-Channel, die machen alles im Koop. Und apropos, ich kann vielleicht schon mal voraussagen, mit Zweikampfsofa nehmen wir auch bald Star Wars Battlefront auf. Okay. Und wird auf jeden Fall cool. Und Zweikampfsofa sind zwar schon ältere, etwas ältere Leute, aber. Also, wir sehen ältere Leute, das klingt so blöd gerade. Also ich sorry, wenn ihr gerade zuguckt, Zweikampfsofa oder das später anguckt. Ihr wisst schon, wie ich es meine. Die sind auf jeden Fall obercool, die Typen. Und deswegen will ich da unbedingt hin. Und die werden auf der Gamescom sein, da werden wir auch hingehen. Wir sind Freitag und Samstag dort, so ist es geplant. Und falls ihr also dort seid, sagt Bescheid und wir haben auf jeden Fall T-Shirts an. Das werden wir auf jeden Fall an. Wir haben T-Shirts vorne mit unserem YouTube Germany Logo drauf und hinten halt unsere Kanäle. Also wir sind dort vertreten diesmal. Mal gucken, was das so wird. Ich glaube, ich bin total falsch. Ich glaube, wir sind falsch geflogen, Dynamo, oder? Ich habe gerade so irgendwie das dumme Gefühl.
Ich war heute. Also immer dran merken, wenn ihr auf der Gamescom irgendwie eine komische Gruppe seht, die T-Shirts anhabt, das sind wir. Also, genau, die anderen laufen alle nackt rum. Wir sind die mit T-Shirts. Übers Ufer dort hinten. Den Sattel, so, gibt's den Sattel. Übers Meer. Und dann werden wir das schon finden. Ernsthaft? Über das Meer. Ist dort vorne die Halbinsel? Um uns dort zu treffen? Ich sehe gerade nur Nebel. Tut mir leid. Ich glaube, ich muss auch weiter runterfliegen. Ah, ja, okay. Schön ist besser. Aber schön, jetzt wenigstens ein bisschen mitten. Ich gehe mal kurz aus dem Stream und bin in unter einer Minute wieder da. Und ich werde nicht auf der Gamescom sein. Ach, das ist immer schade, Amsrock, wenn du das so sagst. Du bist immer so, so desinteressiert, aktiv, was Live-Events angeht, Mensch. Gerade Amsrock hätte ich gern mal kennengelernt. Ja. Das ist nämlich einer der wirklich treuesten Zuschauer. Und der ist ein netter. Und für den hätte ich vielleicht sogar ein T-Shirt spendiert. Hörst du das, Amsrock? Ich weiß nicht, ob man das so ablehnen kann. Aber ich spendiere es natürlich auch so. Also von daher. Aber ja, ist ja gerade zumindest jetzt wenigstens eine halbe Minute aus dem Livestream. Er hat das jetzt nicht gehört. Jetzt kommt er zurück und sagt, ja, ich hab's gehört. Notfalls, ich habe Videobeweis, guck's einfach bei mir. Der Videobeweis ist auch bei mir, mein Freund. So, ich nur bei geht's. Euch. Ja, wann machen wir das eigentlich? Wann hauen wir den raus? Also dementsprechend, ich persönlich habe noch einige Folgen normale Arc-Aufnahme, also das wird ein Stück hinziehen, sich, bis der Stream hier wirklich veröffentlicht wird. Ja, oder ich setze ihn separat, ich weiß noch nicht. So, ich bin jetzt hier, glaube ich, bei den ganzen... Nee, das kann gar nicht sein, oder? Bei den ganzen Bäumen? Bist du nett. Nein, bist du nett. Ich bin hier gerade bei Apfelbäumen. Apfelbäumen? Apfelbäumen? Naja, diesen komischen Bäumen, Chinesen, Bäumen. Ja, wir werden schon finden, Onkel. Hirschbäume! Ich glaube, ein bisschen weiter westlich, also nach links. Gut, okay. Wenn wir fliegen. Ich wollte gerade sagen, hör doch auf mit Windrichtungen. Ey, ja. Es ist schön, dass ihr euch alle damit auskennt, aber ich bin nun mal ein wandelnder Orientierungsfehler, ja, das wisst ihr aber auch. Oh, du hast gerade irgendwie bei mir geleckt, da kam nur raus, du bist ein wandelnder Fehler. Du kleiner Drecksack. Ich hab Hunger. Jo, Armstrong ist wieder da und er hat's. Armstrong ist wieder da und ich glaube, er hat's nicht mitbekommen. Hab ich wieder Glück gehabt, Alter. Achso, er hat nicht mitbekommen, dass du hier. Nein! Nein, Quatsch, das mache ich natürlich. Das ist aber schade, dass er das nicht mitbekommen hat. Ja, Armstrong, ich hatte so eine schöne Überraschung für dich, aber du hast es nicht mitbekommen. Die Gamescom ist nur zu weit weg. Ich habe am Ende noch. Ich habe das am Ende noch mitbekommen. Scheiße. Also hier vorne müsste es gleich sein. Sergeant, hast du hier irgendwo was zu futtern? Nö. Bitte. Ich hab Hunger. Wenn, musst du nur einmal über den Wasserfall fliegen, da laufen Mammuts rum und... Das muss ich ja noch braten. Ich kann nicht mal mehr laufen. Hier vorne ist es. Ich muss aber auch braten. Ach, guck mal hier. Ach, guck mal, der Männer, der Drecksau. Dieser kleine Wichser. Weißt du, der hat gesagt, ich baue mir nur eine Setschütte-Hütte hin und helfe euch dann bei eurer Base mit. Hier, der hat sich schon eine komplette Base aufgebaut, der kleine Wichser. Eigentlich noch nicht. Die ist noch nicht mal fertig. Boah, leck mich doch am Arsch. Ey, das und hat hier einen Tyrannosaurus, okay, Level 5. Und hat einen Mammut. Und das ist ein Drecksack. Weißt du, dass ich nehme meine Aussage zurück, dass es ein guter Tamer ist. Der ist überhaupt kein guter Tamer. Der tamt überhaupt nichts fürs Team, nur für sich. Entspann dich, denke an den Blutdruck. Wenn du immer alle umbringst, was kann ich tun? Wegen deinen scheiß Aktionen bringe ich die ganzen Viecher um, ja? Also jetzt hör mal auf. Ja? Lies meinen Namen. Noxi. Lies den Namen von dem Vogel. Du es. Necromanonga. Was? Achso, das ist ja Nero. Ich bin ja gerade bei Nero. Ja? Wo bist du denn? Ich bin hinter dir. Nero! Was? Du engst mich ein, mein Freund. Ich bin doch gar nicht. Glaubst du das? Nein, ich sitze auf Fipsi. Ach, na eben, warum du da dann auf Necromanonga rumrennen? Fliegen. Necromonga.
Er ist doch selber wieder Naxi, oder? Nein. Jo, meine der Max ist auch wieder da. Ich wünsche dir ja, wundervollen guten Tag, was? Außerdem der okay. alte Necromonger ist zusammen mit deinem Schienbein und deiner Schädeldecke in einem Giganotomagen. Also bitte. Ja, ja, das ist Necromonger der zweite. Ich glaube sogar, wie viel hast du schon verloren? Onkel? Alle. Ich habe bis jetzt auf jeden Fall jedes Tier verloren, was in irgendeiner Art und Weise mit einem nicht von dir war. Mit einem Giganoto irgendwie Freundschaft geschlossen hat. Oder wollte. So. Weil ich bin aber, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich bin selber ein Idiot gewesen da dran, weil ich habe mir die Aufnahme nochmal angeguckt und ich habe jedes Mal Leertaste gedrückt, wenn ich los, weil der Vogel, wenn du dich aufsetzt, fliegt ja los. Und ich habe danach nochmal Leertaste gedrückt, weißt du? Und deswegen hat er sich wieder hingesetzt. Ja, können wir jetzt den Drachen suchen oder wollen wir jetzt hier an deinem verschissenen Außenseiterlager hier stehen bleiben, an dem verkackten, ich warte auf euch die ganze Zeit. Verkackten, wie heißt die Scheiße? Achso, ja, genau, was zu essen bräuchten wir mal. Ja, ich will keine Bären pflücken. Das ist nicht mein Job. Der hat doch hier bestimmt, kommt, da tötet man einfach das Mammut, was hier oben rumsteht. Also. Genau, der steht wahrscheinlich auf neutral, tötet doch. Das hat sogar einen Namen, das Mammut. Oh, guck mal, das sagt ganz ruhig. Jetzt fliegt er nicht zurück, ich töte das Mammut schon nicht. Könnt ihr ruhig machen.